Baseline. Miro, Miro, wir gehen jetzt in die Baseline. Alle, kommt alle mit nach vorne. An die Mauer, kommt. Warte noch kurz, warte noch kurz. Alles gut, alles gut. Ich hab jetzt hier vorne. Kommt alle hinten raus, 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 alle hinten raus. Ihr müsst um die Megamolch spielen. Lebt noch irgendwer? Noch. Ich leb noch, Bruder. Ey, Jungs, ich leb auch noch, Digga. Jungs, ich bin im Gebüsch, Bruder. Direkt neben den Ballers, Bruder, ich muss einfach jetzt. Warte, ich kann versuchen, mich da rauszuholen. Ja, aber die von der Ersatzbank hier, die dürfen wir nicht abholen, ne? Nee. Also wir haben auch gar keine Autos. Ne? Die Leute von dem Krankenhaus abholen. Bruder, ich hab noch eine gefickt beim Stabilisieren, aber ich bin wahrscheinlich tot. Ich hab eine noch gefickt, Bruder, ich renne. Ich hab eine noch gefickt bei Gott. Ich muss los, ja? Tschüss, Bruder, ich hab eine noch gefickt beim Stabilisieren. Lul, hey. Bruder, ich renne, ja? Ich renne, ich schwöre, aber die kriegen mich nicht, Bruder. Ich bin Gott, ja? Was los, ja? Na, komm, welch komm, komm. Du, Bruder, ich weiß, ich bin direkt gut, ja? Ich muss an meinen Arsch gucken, Bruder. Ich hab sie auf jeden Fall gefickt beim Stabilisieren. Lul. Oh, oh, ey, da sind so viele. Kann ich doch mitnehmen. Ich steh oben an der Tanke. Sag mal, wo du bist. Ich fick die alle noch. Ich hab noch einen gefickt, Bruder. Ich hab noch einen gefickt. So, reicht! Weg von ihm! Guckt in jeder Ecke. Ey, hat der. Was braucht man, um Fracklager aufzumachen? Aber das ist Choke, das ist Full Choke. Das ist Frank, das ist Full Choke. Wer schießt hier? Ey, aber Jungs, bitte nicht F-Lager oder so stürmen, ne? Nein, F-Lager stürmen wir nicht. Komm raus, trau dich. Die kommen doch eh nicht mehr, Mann, Alter. Komm, trau dich. Wir müssen mit Rondobots klopfen. Das ist ein Civi, Alter. Habt ihr den gesehen? Kommt mal hier vorne direkt zu mir, wo der Nissan steht. Nissan, Digga. Ey, nicht alle, Jungs. Wir sind genug Leute. Wer ist denn das? Habt ihr die Alte da abgeknallt? Ja. Ja, guck mal, wer das ist. Ey, die lebt noch. Nein, die lebt noch. Hab ich. Komm mal mit jetzt. Ey, rauskomm hier. Wo ist die? Bruder, bringt die einfach vorne, bringt die raus und so. Ihr geht jetzt alle wieder hinten in die Hut, hinten zum Fracklager, Alter. Wo werdet ihr alle hin? Werdet ihr alle so geiern oder was? Ey, seid ihr noch da am Dorfen im Haus? Nicht testen, Digga. Seid ihr im Haus noch am Leben? Die zielen da schon drauf, Ray, die warten nur. Bringt die mal hier in die Hut, hier direkt in die Mitte. Ja, ey, lasst die aber zuerst rausgehen, ne? Nicht, dass ihr euch baitet. Ey, aber darf ich die umbringen? Ey, die soll für uns tanzen, was? Nein, halt die Maul. Was für Tanzen, Junge? Ey, entspannt euch mal. Junge. Wem ist das denn die Arme? Joi, geht die Mitte, los, bitte. Kraft euch mal. Lass mal sagen, die sollen alle rauskommen. Hallo, die kommt jetzt, babbelt nicht so viel. Ja, mein Gott. Wo rennt die hin? Hallo, bleibt zu. Jeder von euch, einmal bitte den Ausweis. Ihr geht jetzt alle wieder auf die Dächer, Alter. Wollt ihr da mit 20 Leuten auf einem Haus spielen oder was? Geht mal da weg. Ja, nur der Rat steht da jetzt weg. Also, das ist die Frau vom OG, ist meine Mutter. Oh, deine Mutter, ey, Bruder. Dann lass die Mutter knallen. Rafft euch mal jetzt, Mann! Labert nicht so viel Funk jetzt, Mann! Ey, zeig mal den Ausweis. Hallo, ich hab grad gesagt, so viel Funk labern! Ma! Alter, die ist Visumstufe 13, Alter, woher die Kraft? Bonas Serie. Wie heißt die? so trotzig nennen. Ey, geht jetzt, haltet mal eure Fresse, Sonny redet da mit der. Bisschen aus. Komm. Ja, hol die raus. Holt die andere auch raus, die da drin jetzt, ist. Ist da jetzt noch jemand drin von euch? Ja, das ist die Tochter vom OG, die ist auch drin, soll auch rauskommen. Bitte? Ist da noch jemand drin von euch? Eigentlich sollte da keiner mehr drin sein. Eigentlich, also ist da jemand drin, holen Sie die bitte raus. Eigentlich, bitte. Ja. Ellie, bist du noch drin? Ja, wir haben... Ey, wollen wir nicht die anderen aus dem Planning Room rausverhandeln? Ey, ich sag euch eine Sache. Okay, dann holen Sie sie raus, ja? Stellt euch hier nicht mitten in den Kreis, bewegt euer Arsch hier weg, ich hab gerade gesagt, nur der Rad steht. Mama, ich soll dir Grüße von Diane sagen. Ach, schöne Grüße. Oh, da kommt sie. Ah ja, ist sie auch von euch, ja, ne? Klar. Nein, ist sie nicht. Nein? Achso. Nein, ist sie nicht. So, was machen wir jetzt? Irgendwann machen die weg. Vor allem würde ich sagen, so als Statement, oder? Also ich würde die schon wegknallen mit allen, oder? Alle natürlich, ja. Halten alle einmal drauf auf sie dann, ne? Als Statement okay. So. Warte. Es
gibt keine Ruhe und so, ne, und so weiter, ne? Oder? Was oder wollen wir das nicht Glenn machen? Mach Colette, ich glaube, das ist das größere Statement. Lass mich doch einfach machen, was schlagt ihr immer Sachen vor, Jungs? Jungs, lass bitte einfach diesen scheiß Funkgerät aus der Hand, Alter. Alter! Oder willst du sie gehen lassen? Nee, oder? Mir ist egal, die, so halt, ne? Ne, die werden hier im Kreis sterben. Okay, also die haben sich okay, die falsche Familie aus. Beide? Entschieden. Beide oder nur eine? Sind beide weg von mir aus. Okay. Lila ist die falsche Farbe. Gerade wie Dead. Ich schwöre, bei mir ist gerade ein lila Lowrider in den Borderskreis reingeflogen. Oh, Alter, da oben fliegt ein Auto, hast du gesehen? Also, nee. Soll das sich erstmal ausgehen? Am Stück oben ist ein Auto geflogen, wa? Nein, ich hab das nicht gesehen. Also, ach, schön. Da oben war ein Auto, ist geflogen. Wo wir sehen, heißt das. Ja, so ein Flybase Raid. Hey Jungs, ganz kurz. Habt ihr auch ein fliegendes Auto gesehen? Digga, hier fliegt ein Auto. Ja. Habt ihr auch gesehen? Ich hab gerade ein fliegendes Auto gesehen. Ich ja auch. Am Stück Club bin ich der Einzige. War das ein Lolo? Der ist das ansteckend, ja, was ihr habt? Ist immer. Aber jetzt, Christian, bist du gerade über die Base von denen geflogen? Ich bin in der Nähe die ganze Zeit, ja. Ich hab dich gesehen, so. Naja, ich leg mich mal pennen, Bonanotte. Naja, ist jetzt ja im Heli drin, Bonanotte. So. Bonanotte. Bei Gott, ich schwör, da war ein fliegendes Auto, ne? Von den Ballers ist ein Auto geparkt. Hörst hier. Oh! Ey. Oh, Fanny! Ich bin tot. Ist in den Kanälen Purple Licht oder ist das? Das ist Purple Licht, ja. Moin. Moin. Okay. Du hast eben die Report geschickt, ne? Genau. Purple Licht. Aber sag einfach, das ist alles gut, ne? Das war einer von uns, ne? Ach so. Oh. Ich dachte, da bist du verwirrt. Ah, okay, alles klar. Aber nee, danke dir für die schnelle Reaktion, ne? Hätte ja sein können, ne? Weiß man ja heutzutage genau nicht. Genau, ich denk so, erst habe ich auch gedacht, ich habe falsch gesehen, so Paranoia oder so, ne? Ja, aber und Lila ist fliegendes Auto, ne? Lila war das noch, gell? Ja, ja, ja. Ich denk so, ist jetzt Ballers hier am Fliegen oder was? Mit den Autos schon, oder? Ballers guckt jetzt und spottet. Ja, Mann. Okay, weiß ich Bescheid, ne? Alles klar, danke dir, ne? Bitte, gell? Dann ist das jetzt das erste Haus, was kommt. So, mein Lieber, kannst du mal aussteigen, mein Freund, ne? Wie? Das Schwarzgeld dürfen wir dem nicht wegnehmen, ne? Doch, doch. Nur wenn das im Inventar hat, nicht auf der Hand. So, pack mal erstmal deine Waffe. Doch, wenn das. Ich hab keine dabei. Das dürfen wir's mitnehmen. Auch wenn das packen okay muss. Wenn ich alleine rumrenne. So, wie geht's, Handy? Oh, einmal an mich. Du darfst mal dem Frau Tello jetzt alles geben, ne? Alright, alright. Hier, schmeiß mal rüber den Laden. Warte, zu wem? Ja, machst du es zu mir. Alright. Ja, dann gib mir mal da hinten mal einen Raum. Was sehen meine Augen denn da? Ein seltenes Phänomen auf diesen Straßen. Naja, was wollen wir machen, ne? Wie kommt das denn, dass du dich aus deinem Fracklager getraut hast? Oh, das ist eine ganz merkwürdige Frage. Wo war dieser Raum? Der zweite? Ich bin erst aufgestanden. Ja, lass sagen. Dachtest du, die kannst du erstmal schön verkaufen und die Taschen füllen, ja? Naja, man guckt ein, denkt sich, ja, shit, man ist allein, was soll man machen? Was mit ich hab nur noch einen Rucksack an. Ja, dann nehmen wir doch mal die Hände hoch. Ich möchte da mich selbst von überprüfen. Natürlich. Vergewissern, dann lege ich dir mal die Seile da an. Lauf mal da unequipped nachts rum. Ah, sorry. Ah, das macht die öfter so nicht so. Der Typ, der das so. Für eine Lady aber einen richtig harten. Ja. Einen harten Arm. Klar, bei so vielen Männern muss man sich mal durchsetzen, ne? So, mal gucken, was du noch so dabei hast. Ich hoffe, ich werde mich an nichts verletzen, an irgendwelchen Spritzen oder so. Ach was, die Chemo-Scheiße ja immer nur Purple Haze, wenn man. So, lockern wir das Ganze mal wieder so ein bisschen. Dann, ich denke mal, dann wirst du uns jetzt folgen. Jawohl. Jo, dann folge ich euch. Und für Aiden? Dann haben wir blauen Wäschekorb. Wir haben eine kleine Überraschung für dich, mein Freund. Ach du heilige Scheiße. Zeig mal das Spielzeug bitte. Und. Was? Dein Spielzeug. Ja, ja. Kannst du. Magst du das mal so jemand geben? Mann. Da kommt gleich. Macht mir doch Spaß. Wie geht's dir denn gesundheitlich gerade? Ja, mir geht's gut. Ich sorge auch dafür, dass es dir gleich
wirklich gut geht. Ne? Und dir warm ums Herz. Oh, das fühlt sich doch gut an. Korrekt. Korrekt, korrekt. Welcher Finger ist dir am wichtigsten? Am wichtigsten, also wirklich am wichtigsten. Ja, linke Hand ist mir eigentlich scheißegal. Kannst du ein bisschen lauter reden? Natürlich. Linke Hand scheißegal, rechte Hand brauche ich zum Wichsen, ja. Zum Wichsen? Stimmt, mit welcher Hand schießt du? Mit welcher Hand schießt du denn? Also mit der rechten nehme ich dann auch an, ne? Natürlich. Okay, dann schneid ihm den rechten Zeigefinger. Dann geht doch mal bitte einen Schritt auf die Seite. Das erfüllt mich mit. Warte, ich geb dir mal was, ne? Was du da drum wickeln kannst. Wollen wir nicht, dass du hier verblutest. Achso, ich hab schon bekommen. Perfekt. Ja, Jamie, ich weiß nicht, ob du nochmal einsatzbereit wirst, ne? Ja. Aber Krieg ist eklig, mein Freund. It is what it is, ne? It is what it is. Und was sagst du noch dazu? Findest du irgendwie noch ein paar Worte dafür? Oder denkst du, es ist irgendwie noch... Und du kannst ruhig schreien, hier hört dich eh niemand, ja? Also, so hört ihr mich alle. Ja. Yeah. Alright. Ja, was soll ich sagen, ne? Es ist halt Krieg. Bist du ein stolzer Baller? Ich bin stolzer Baller, ich fühl's, weißt du? Bin zwar noch nicht lange dabei. Also ich würde ja gerne unsere magischen Worte aus seinem Mund hören, wa? Warte mal, er ist ein stolzer Baller, ne? Also stolz ist natürlich gut, aber für die falsche Seite, dann kann doch der Nächste ihm schon mal den nächsten Finger abschneiden. Ne? Dann mach das bitte, gib das doch weiter. Und stolz ist gut, aber für die falsche, mein Freund. Ich würde sagen, ladies first. Ah, lass mal die gute Dame da mal auch mal rein. Sorry, vielleicht sollten wir erst mal gucken, ob es ihm noch so gut geht, hm? Kannst du dich verwickeln? Na, also... Naja, mir geht's wieder gut. Ich glaube, das ist nicht so gut. Also... wir möchten natürlich nicht, dass du hier komplett umfällst. Komm, dann mach's einfach. Boah, was ist das denn für ein schönes Spielzeug hier? Mensch... Will sie nicht, oder ist was? Ist der Finger da noch ganz dran? Ey. Nee, da fehlt die Hälfte. Die Hälfte fehlt, ne? Die Hälfte fehlt. Dann fehlt jetzt der ganze Finger. Na. Shit. Nee. Scheiße. Geht's dir noch gut? Mir geht's gut. Wird dich schon schwarz vor Augen? Eine Explosion. Nee. Oder doch eher lila? Noch geht's. Na, nimm trotzdem mal bitte. Guck mal, deine Gesundheit ist uns wichtig. Halb wichtig. Ja. Bolze Impella Vita würde ich fühlen. Ich auch. Was sagst du dazu, dass manche zu uns beleidigen? Und was sagst du dazu, was in der Vergangenheit passiert ist, was ihr mit uns gemacht habt? Was ist deine politische Meinung dazu? Ja, wie gesagt, wir waren uns halt nie einig, ne? Und ich glaube, jeder vertritt seine eigene Meinung, ne? Ja, findest du es gut, die Waffen gegen uns zu erheben? Wenn wir euch raten, das nicht zu tun. Wer war denn überhaupt der Aggressor von dem ganzen Bums? Naja, wir nicht. Ja, und wir denken, wir waren es auch nicht. Das war also, euer guter alter Freund, Anal-Toni. Ja. Der Aggressor der ganzen Sache. Ich meine, ihr habt ja schon mal ausgezahlt innerhalb von 2 Stunden, wa? Mhm. Schau mal, das Ding ist, wir sind keine Unmenschen und wir möchten natürlich niemanden untergraben. Das Wichtige ist aber, man sollte doch wissen, wo man steht. Und wenn man nicht da steht, wo man... oder wenn man sich fühlt, dass man irgendwo steht, wo man eigentlich nicht ist, dann passieren solche Dinge, ne? Na, natürlich. Aber wie will man das denn herausfinden, wo man denn steht, wenn man es nicht versucht? Du meinst probieren, ne? Aber dann siehst du, was doch passiert. Du landest jetzt hier, ne, als armer Haufen, ja, was wir eigentlich gar nicht wollen. Aber wir ziehen das nämlich durch, denn wenn, dann ganz... Natürlich, natürlich. So ein LCN Palavita würde ich auch nochmal fühlen. Deswegen finde ich so ein schöner Ruf, zum Beispiel LCN Palavita würde mir jetzt gerade schon spontan gefallen. Mein Fratelli ist auch, wie wär's damit? Wenn ich das jetzt sage. Ja. Yeah. Und dann hast du noch einen schönen Abend wahrscheinlich. Vielleicht. Je nachdem, wie deine Betonung ist. Ja. Du musst hier nicht knien oder so, aber das wäre schon toll, würde mich glücklich machen. Und uns. Ja. Ich find, er sollte vielleicht salutieren dazu. Schau mal. Es ist einfach nur eine kleine Entschuldigung schon mal. Die wir dann für... würde ich anerkennen, würde ich mal sagen. Mehr ist das gar nicht.
Aber das werdet ihr aus mir nicht rauskriegen. Warte mal, hat er halt Nein gesagt? So leid es mir tut, aber in dieser Zeit... Du schaffst das, wir wissen, dass du das schaffst. Hast du gerade Nein gesagt? Nein, nein, er schafft das. Das weiß er, das kriegt er hin. Los, sag es, es befreit dich. Es wird dich befreien. Es ist gar nichts Schlimmes. Es ist wie wenn manche Frauen einfach zum Frauenarzt müssen. Keine Ahnung. Ja, aber was bringt das, wenn ich das jetzt sage? Und ich stehe dann vor meinen Homies als Verräter da. Tust du nicht. Ach, entweder du sagst es oder sie wird es am Ende nicht mitbekommen. Du tust es nicht, du schützt... Ey, du hast mir mein Ohrläppchen weggeschossen. Du schützt nur dein Leben, weißt du? Genau. Und, ja, wir sind halt kein Wunschverein gerade. Ja, ihr habt recht. Ich möchte dich nicht schlagen. So LCN Perla Vita. Wunderbar. Gibst du mir noch einmal kurz deinen Personalausweis und dann... Wir rennen auch nicht rum, wir werden das nicht sagen. Mach dir da keine Sorgen. Schon bekommen? Scusi, ich hab glaube ich ein paar Probleme. So. Muss mich mal kurz hinlegen. Jamie. Arrivederci. Arrivederci. Wenn Tello hier nichts mehr von dir möchte, kann sie die Heimreise antreten. Alright. Und ich hoffe, man sieht sich wieder. Schönen Abend noch. Ja, wünsche ich euch auch. Pass auf dich auf und lass dich nicht erwischen. Ich glaube, du bist einer der Vernünftigen, oder? Du kannst auch das mal... Also guck mal, wenn ich noch eine kleine Sache für dich hätte, musst du nicht. Du kannst das machen. Ich weiß, dass du es aber nicht tun wirst zu 90%, aber trotzdem wäre es vielleicht schlau, das zu tun. Du kannst es weitergeben und sagen, dass es halt mit jedem passieren könnte, ne? Dass dir ein paar Finger jetzt fehlen morgens um 2, 3 Uhr. Das kann aber rund um die Uhr passieren. Sag das am besten einmal allen, einmal nur, ne? Dass du vielleicht an deine Homies denkst. Mehr ist das nicht. Denk an dein Ohrläppchen, wir möchten ja nicht, dass es deinen anderen Homies auch passiert. Ja, Digga, du wolltest es so. Ich also nur zum Schluss, aber ich sag dir ganz guck mal, du hast meine Aktion, Reaktion ist mein Motto meistens. Nochmal, du hast meine Frau geklaut, hab ich akzeptiert. Muss nicht sein. Warte, hab ich akzeptiert. Ich hab dich als Hundesohn beleidigt, habe 2 Millionen dafür gezahlt, hab ich akzeptiert. Was ich mich immer noch genau frage, wofür hat der Krieg nochmal begonnen? Nur damit ich im Gewissen sein kann, dass meine Brüder zu Recht ihr Blut vergießen. Wie nennt man euer Don da? OG? OG, genau. Er hat es im Keller halt nicht kapiert, ne? Wir haben es ihm gesagt, dass er wenigstens Kontenance machen soll. Und nein, er hat die Waffe erhoben, ne? Was soll ich sagen? Was soll ich dann machen? Ja, was soll er machen? Ich meine... er kann Entschuldigung sagen, so. Ja, war dumm, so. Fertig. Wieso? Wusstest du nicht, dass ein Baller sich nicht entschuldigt? Hat dir das Uwe euch damals nicht gesagt? Ja, dann muss ich doch nicht mehr erklären. Ich gönne euch eure 7-4 Punkte da noch, diese 7 Fights, die ihr da gewonnen habt. Respekt. Ich weiß nicht, wie dieser Krieg ausgehen wird. Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Ja. Aber ich weiß garantiert, 8-0 stand es damals und man hat gesehen, was dabei rausgekommen ist.